Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ja, das scheiß Festungsupdate ist draußen. Das kam heute und wir können jetzt, also es gab jetzt halt die Änderung, dass der Angriffsschutz dauert jetzt 24 Stunden, wenn man jemanden angegriffen hat. Und man kriegt jetzt hier auch immer Grundressourcen. Je nachdem, welche Festung der andere hat. Also wenn er die gleiche Festung hat, kriegt man das, was hier der Steinbruch und die Holzfällerhütte innerhalb von einer Stunde produzieren, kriegt man auf jeden Fall, ohne dass den anderen das abgezogen wird. Wenn die Festung des Angreifers, also desjenigen, den man hier angreifen will, eine Stufe niedriger ist, also bei mir wäre es jetzt Stufe 14, dann kriege ich nur noch das, was in einer Dreiviertelstunde produziert würde. Wenn der zwei Stufen unter mir ist, kriege ich das, was in einer halben Stunde produziert würde. Und wenn er drei Stufen unter mir ist, das, was in einer Viertelstunde produziert wird. Und eigentlich hieß es auch, man kriegt auch keine Gegner mehr, die mehr wie drei Stufen unter einem sind. Aber ich habe trotzdem noch ab und zu hier welche gehabt, wo 0-0 stand. Von daher, da werde ich mich mal im Forum umschauen, was es damit auf sich hat. Von daher, der Angriff würde sich lohnen. Ich würde 300 Stein gewinnen und 1000 noch was Holz. Von daher greifen wir da einfach mal an. Und siehe da, wir haben gewonnen. Und wenn wir die nachbauen wollen, sehen wir, wir haben Plus gemacht. Und hier haben wir schon den nächsten Angriff. Da würde sich das vom Stein her lohnen, den anzugreifen, aber vom Holz her halt nicht. Und heute brauchen wir erstmal noch Holz. Weil wir wollen hier unbedingt noch unsere Magier ausbauen, um sicher zu sein. Weil wir sind natürlich auch ein super attraktives Ziel jetzt mit dem ganzen Zeug, was hier rumliegt. So, ui, da hat noch einer eine Etage geschafft. Da können wir mal kurz GZ schreiben. Und genau, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, nee, wir müssen vorher noch ein bisschen Platz im Inventar machen. Wir haben hier einen Stärkestein, aber den verkaufen wir jetzt mal einfach. Und das müsste ausreichen. Ne, genau. Wir wollen hier nicht hin, sondern ein bisschen drehen. Ein kleiner Bug ist mir noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob der. Ne, der wurde jetzt noch nicht gefixt. Der ist auch noch später aufgetreten. Wenn man jetzt in einer Festung einen Kampf zum Beispiel. Oh, Holz, das müsste schon fast gereicht haben. In einer Festung einen Kampf macht und sich den auch anguckt, also nicht einfach hier auf Überspringen klickt, dann in der Zeit irgendwas im Chat gepostet wird, wird es irgendwie doppelt angezeigt. Also keine Ahnung warum, das hatte ich vorhin das Problem, da stand dann zweimal hintereinander dasselbe und die haben es auch nicht doppelt gepostet, weil es stand dann auch einmal 13:48 Uhr und dann stand nochmal, dann stand darunter, was hat einer geantwortet, 13:49 Uhr und darunter stand dann nochmal dasselbe mit derselben Uhrzeit, also das kann ja nicht sein. So. Wir können die Magier ausbauen. Das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit schon machen wollten. 115er Magier, da, bam. So. Jetzt soll uns mal einer angreifen. Jetzt haben wir hier noch 115er Magier. Um das Ding jetzt platt zu kriegen, müsste der mit 35 115er Soldaten hier reinrennen, plus dem, was in der Mauer steht. Und ich glaube, das schützt mich jetzt erstmal die nächsten 1, 2 Wochen. Da sollte jetzt keiner mehr durchkommen. Und wir haben auch mickrig viel Holz, von daher lohnt sich jetzt für Leute auch nicht wirklich, wenn die auf Holz aus sind. Und wir können vielleicht jetzt auch wieder auf was Neues sparen und andere Angriffe fahren. Da werde ich mir mal gleich was überlegen, aber erstmal drehen wir hier noch zu Ende. Heute gab es wieder ordentlich Lucky Coins, also wie ihr seht, haben wir 8400 und sollten auch nicht zu weit fallen. So, die Schuhe können gleich mal weg. Und wir drehen weiter. Ja, warum ich so aufgeregt bin, ihr habt es ja vorhin schon gehört, Scheiß-Festungs-Update. Das liegt einfach daran, ich hatte vorhin ein paar Kämpfe gemacht, kurz bevor ich das Video jetzt gestartet habe. Und die liefen, naja, sagen wir mal, suboptimal. Und da habe ich ordentlich was verloren. Und nichts gewonnen. Von daher muss ich mir die gleich mal anschauen. Ich habe die ja nur mit dem Schnell hier mit Überspringen angeguckt, weil ich dachte, ja, was soll da schon passieren? Von daher gucken wir da gleich mal so, wie viele Drehs haben wir noch? Noch 7. Na, dann haben wir noch ein bisschen über 250. Oh, nochmal schön Stein.
Also ich weiß jetzt im Augenblick gar nicht, auf welche Ressource ich mich freuen soll, aber Stein hatten wir, glaube ich, jetzt noch 2 Millionen. Von daher wäre erstmal nach wie vor Holz gut, dass wir dann vielleicht noch die Ritterhalle ausbauen können. So, nochmal ein Totenkopf, der kann auch weg. Ich glaube, wir hatten jetzt noch gar kein Gold. Gold könnte mal kommen. Ich würde gerne noch einen Skillpunkt reinsetzen, bevor wir in die Portale gehen. Knapp daneben. Aber jede Menge Items, die nichts wert sind, haben wir jetzt schon bekommen. Ich glaube, 4 oder 5 Mal. Und das immer, wenn man nur noch einen Platz im Inventar frei hat. Okay, wenigstens ein bisschen Gold. Reicht noch nicht ganz. Und Stein. Und das war's. Ja, da kann ich heute Abend noch einmal skillen, wenn denn meine Stadtwache hier durch ist. Die dauert ja noch ein bisschen. So, genau, Festung. Wir machen erstmal hier die Festung fertig, bevor wir in die Portale reingehen. Also sehr schön hier jetzt, finde ich erstmal, die Kampfmagier sind fertig. Und müsste ich jetzt überlegen, ob ich jetzt die nochmal hier ausbauen, weil also Bogenschützen wären ja eigentlich vom Preis her noch gar nicht mal so teuer. Wenn man das hier jetzt noch reinrechnet, ist auch gar nicht mal so viel. Von daher warte ich jetzt erstmal ein, zwei Tage ab, was wir da an Ressourcen dann reinkriegen. Dann gucken wir mal, ob wir die Schmiede vielleicht ausbauen und dann nochmal weitergehen. Oder? Da haben wir noch ein bisschen Zeit, da mache ich jetzt erstmal keine Entscheidung. Grundsätzlich, vorher hatte ich ja immer wirklich versucht, powermäßig hochzuleveln. Also da war bei mir immer die Festung am wichtigsten und gleich Bauquartier hinterherzuziehen. Und dann halt dementsprechend viel Def, dass ich nicht angegriffen werde und nicht geplündert werde, was fast immer geklappt hat, nicht die ganze Zeit. Und nebenbei noch die Akademie, weil ich da gerne die XP noch mitgenommen habe. Und wie ihr jetzt so seht hier an den Leveln, hier so Schatzkammer 10, Edelsteinmine 10, Magierturm und sowas, alles recht niedrig. Auch hier die Ressourcengebäude sind nicht wirklich hoch. Das liegt einfach daran, die hatte ich da wirklich ganz schön vernachlässigt. Und da ich jetzt die Festung auf 15 habe und das Arbeiterquartier auf 15, und das Gute ist ja, das ist Maximum. Also Arbeiterquartier geht ja nicht höher. Die anderen Gebäude kann ich ja noch auf 20 ziehen, wie zum Beispiel Edelsteinmine, Akademie, die Ressourcengebäude, die Mauer und die Schmiede. Die kann ich noch auf 20 ziehen. Für die anderen ist bei 15 Schluss. Und aus dem Grund, bin ich jetzt auch erstmal so am Überlegen, ob ich jetzt erstmal die anderen Gebäude nachziehe. Weil eigentlich habe ich ja jetzt auch nicht eilig, weil jede Stufe von einem Gebäude ist im Endeffekt nicht wirklich viel besser wie die Stufe, die danach kommt. Von daher kann ich jetzt erstmal langsam weiter leveln. Und vielleicht auch erstmal die Schatzkammer ausbauen, dann habe ich im Inventar noch mehr Platz. Was allerdings den Nachteil hätte, dann wäre das hier so komplett runter, aber eigentlich macht es auch nicht mehr viel Unterschied. Und das dauert ja auch nur, wenn wir hier mal reingucken, sind ja nur 2 Tage dann, wenn das jetzt fertig ist, das Arbeiterquartier, so um die 2 Tage. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und hier bei dem wären es dann, glaube ich, so 6 Tage oder sechs ein bisschen. Von daher werde ich mal gucken, vielleicht die Gebäude ausbauen, das wäre so Wellness. Schmiede ausbauen wäre für die Sicherheit und vielleicht auch für die Soldaten. Da muss ich jetzt noch mal gucken, wie das hier so mit den Kämpfen läuft. Ob es sich da noch lohnt. Hier, da haben wir es wieder. Da ist einer, der bringt 0 von beiden. Und das sollte eigentlich nicht sein. Also es zeigt mir, dass der eigentlich eine Festung hat, die unter Stufe, was habe ich gesagt? Unter 14 müsste die ja sein. Unter 11. Ja, dann können wir mal rechnen. 14 gibt 3, Dreiviertelstunde, 12,5 und 11, genau. Also müsste das Festung 10 sein. Wenn ich mich da jetzt nicht total verrechne. Und von daher, das muss doch hier Leute geben, die nicht in meiner Gilde sind und höher sind wie wie Festung 10. Von daher müssen die da echt was am Ehrensystem mal ändern, weil es kann ja nicht sein, dass man da immer solche Leute jetzt angezeigt kriegt, die so low sind. Also, naja. Mal gucken, was sich da noch tut. Also, ich werde nachher auf jeden Fall mal was posten, weil so geht das nicht. Und wir machen erstmal noch schnell den Dungeon-Kampf, weil der hat ja Cooldown und dann können wir uns erstmal die Kämpfe angucken. Ja, war in Ordnung. So, Postkämpfe hier. Da sehen wir es schon, ey. Gleich hier und. Guck mal, oder gleich zack hintereinander dachte ich mir, okay, nimm mal ein bisschen was mit. Scheißdreck hier, der Arsch. Naja, kann ja auch nichts dafür. So, gucken wir uns den Kampf mal an. So, die Mauer, 102. Da bräuchte ich 2 Soldaten für, das passt ganz gemütlich.
Und dann gucken wir mal, ob hier ein Soldat irgendwie wirklich super viel weghaut. Und der hat einen halben geschafft, da hat er auch wieder den gehauen. Ja, das ging eigentlich auch. Da ging auch ein voller Bogenschütze weg, da auch. Der hat einen halben. Okay, der hat mir den ganzen Krieger weggeballert, das war nicht so toll. Da haben wir wieder einen sehr gut gekillt. Auch wieder fast einer. Na, okay. Es läuft. Oh, der hat auch wieder fast einen ganzen Krieger weggehauen. Der nur einen halben. Da wurde mein Krieger nicht getroffen. So, und hier habe ich jetzt nur noch so wenig übrig. Und oh, mal gucken, wie viel Magier der einsetzt. Acht. Okay, also. Wie viel brauche ich da? Also zwei. Also wenn er selbst wenn er 11 Magier hätte, wäre das schon eng geworden. Also sonst habe ich wirklich den Kampf immer sicher gewonnen. Immer noch mit 13 oder so übrig. Oh Mann. Okay. Also ich werde es nächste Mal mit 16 versuchen, weil. Oder vielleicht sogar 17, aber ich glaube, das wäre echt. Da war echt schon ein bisschen Pech dabei. Da haben zwei Kundschafter haben da richtig reingeklöppelt. So, dann hatte ich dazwischen, dachte ich mir, ah, okay, hier ja, schöne 102er Mauer. Kann man mal schön abstauben. Da gab es dann so knappe 3000 Stein und nochmal 3000 Holz und nochmal 1000 Stein. Kann man ja mal mitnehmen. Und da merkt man auch schon, da hat sich was geändert. Also da liegt ja jetzt immer was rum. Und hier jetzt eine 18er Mauer. Da haben bisher immer, mit immer meine ich immer, also wirklich jedes Mal, also wirklich immer, 100%. Da haben vier Krieger gereicht. Und jetzt möchte ich mal echt wissen, okay, da hat die Kritten sogar. Und jeder müsste hier so ein Viertel abziehen. Und auch ab und zu mal blocken. Besonders so ab der Hälfte der HP sollten die mal so ein, zwei Schläge wegblocken. So. Also der hat sein Viertel auf jeden Fall abgezogen. Und nochmal genau hier hinten, wo er richtig viel Schaden kassieren würde, hat er geblockt. Also der hat seinen Teil erfüllt. Mal gucken, wie es bei dem hier aussieht. Okay, Kritten ist nicht ganz so viel, weil sind ja 13 Level drü über denen, aber trotzdem sollten da ein paar Prozente Krit drin sein. Man tr die treffen ja auch hier bestimmt 10, 15 Mal. Da sollten ein paar Krit drin sein. Okay, der blockt auch einmal, blockt zweimal und krittet einmal. So, und hat nochmal geblockt, sehr schön. Nochmal, also der müsste auch die Hälfte eigentlich schaffen. Müsste noch zweimal treffen oder so. Und blockt nochmal richtig schön. Okay, der hat nicht ganz das jetzt geschafft, weil die Hälfte wäre hier so bei dem Strich. Also hat eigentlich ziemlich wenig gemacht. Okay, der hier hat jetzt einmal geblockt. Aber auch noch da, wo es nicht ganz so wichtig ist, hier nochmal. Nochmal, also eigentlich sehr gut. Also bis jetzt ein super Kampf. Der zieht ihn hier ordentlich was ab und blockt die Schläge weg. Weil das ist ja auch der große Vorteil. Eine Mauer kann nicht kritten und nicht blocken. Deshalb sind ja eigentlich unsere Krieger, die hier ein bisschen weniger Geschick machen, also weniger Schaden machen. Aber mal gucken, hier sind es. Okay, jetzt hat er 100 hier, der macht 87, der macht 40, also macht eigentlich weniger Schaden und kassiert mehr. Okay, also der hat, naja, vielleicht ganz knapp sein Viertel gemacht, also müsste der jetzt hier ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn wir jetzt hier halt so mal gucken. Vom Glück her 1000 Glück, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich jetzt mal in der Formel nachgucken. Also eigentlich müssten die hier noch ein bisschen was kritten. Und jeder vierte Schlag wird ja eigentlich geblockt. Ja, okay, kommt so hin, jetzt hat er schon zweimal geblockt, das ist eigentlich recht gut. Und nochmal richtig schönen Crit. Nochmal einen normalen Treffer. Ja, jetzt kriegen wir schon 100 Schaden, das heißt, jetzt kommt, also das ist ja auch mal von der Waffe so ein bisschen abhängig. Okay. Und nochmal geblockt. Richtig cool eigentlich. Aber hat nicht ausgereicht. Ey, das kann echt nicht sein. Und wenn ich jetzt jedes Mal einen Soldaten mehr schicke, dann wären die meisten Kämpfe, die ich mache, für mich überhaupt nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Brauche ich die gar nicht mehr führen, weil meistens gewinne ich da nur sich 200, 300 Stein und vielleicht 1000 Holz oder so. Und daher echt so ein Kack, ey. Könnte ich irgendwo reinbeißen, ey. Aber nichts Leckeres. So, dann gucken wir uns mal so die Kämpfe noch an, die wir heute noch hatten. Also hier sind noch die von heute Morgen, wo jetzt noch nicht das Festungsupdate war.
Und hier seht ihr genau derselbe Kampf, den ich eben verloren hatte. Also hier haben wir wieder 15. Okay, der hatte. War das vielleicht derselbe? Hatte der nur 8 Magier? Und da hat. Bei 8 Magiern, da hatte ich hier noch 2. 3 Krieger übrig. Also der hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Da hatte ich noch 3 übrig. Gucken. Ja, Tatsache. Derselbe. Also war es echt der letzte Magier. Den hätte ich noch einmal anpupsen müssen. Dann wäre der weg gewesen. Hätte ich den Kampf gewonnen. Ey, Kacke. So, hier wieder der Kampf gegen eine Mauer. Und da sieht man schon, okay, da hat der nur noch so ganz wenig übrig. Und da habe ich noch Hälfte Leben übrig. Ey. Ah, das ist echt. Manchmal denkt man sich, nee, Fortuna, ey, was machst du? So, hier haben wir nur Holz gewonnen. War, hatte ich heute noch gebraucht. Schön. War eigentlich recht nice. Hier wieder gegen 4. Ist eigentlich immer eine recht sichere Sache. Und wir sehen, ich gewinne ja nicht viel. Ich will ja den Leuten nicht viel wegnehmen. Ich will ja nur mal ein bisschen hier so die Unkosten decken. Und halt, die Soldaten sollen ja auch nicht zu Hause rumsitzen und sich langweilen. So, hier war jetzt schon nach dem Update. Da hatten wir jetzt 22, da schicke ich dann immer ein paar mehr. Und ich glaube auch eine 118er Mauer hatte der gehabt. Das habe ich hier 18 Soldaten reingeschickt. Und der hatte 11 Magier auch schon, also auch schon wirklich ein bisschen mehr Verteidigung. Und da haben dann der 15. den weggehauen. Ja, hier wieder Standard, Mauer. Da gab es dann schon ein bisschen mehr, aber ich schon ein bisschen, ja. Update, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und hier bei dem auch richtig viel Holz. Ich weiß nicht, ob der so viel rumliegen hatte oder ob der einfach so eine hohe Mine hatte. Weil das hatte ich denn hier jetzt nochmal gehabt. Da hat er zwar die 18er Mauer, aber auch wieder richtig viel Holz und auch Stein gab es eigentlich. Also im Verhältnis war das richtig, richtig viel Holz, was es da gab. Also waren eigentlich bis auf die Niederlagen ein paar schöne Kämpfe dabei und ich hasse es zu verlieren. Aber ich bin jetzt echt am Überlegen, ich kämpfe jetzt schon so. Wann habe ich die Soldaten ausgebaut? Ich glaube, das ist jetzt schon 2 Wochen oder eine Woche oder länger her. Und hatte da bis jetzt nicht einen Kampf in der Konstellation verloren. Von daher glaube ich einfach, bleibe ich da mal bei und gehe das Risiko einfach ein, dass man irgendwann da mal einen verlieren könnte. Weil da jetzt immer einen mehr zu schicken, das wäre es, glaube ich, nicht wert. Oh, hier haben wir es wieder. Ist, glaube ich, sogar derselbe. Da könnten wir jetzt wieder angreifen. 300, na, knapp 400 Stein gewinnen. Und. Warte mal. Nee, das sind ja. Die kosten ja 3000 oder 12.000 oder 1000 Holz. Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich glaube. Gucken wir nochmal kurz rein. War es sogar derselbe? Ja. Nein. Nein, 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 nein. Machen wir nicht. So, genau, hier können wir noch mal kurz hier in den Hexenkessel gucken. Der hat heute Ringe, da habe ich glaube ich auch ein, zwei reingeworfen, waren aber nicht so viel wert. Im WC habe ich heute einen Edelstein reingeworfen und für morgen spare ich auch schon wieder auf einen Edelstein. Was ich so ein bisschen doof finde, dass dieser Gürtel mir so einen Platz wegnimmt. Deshalb bin ich echt am Überlegen, ob der nächste Edelstein, der besser ist, ich das nicht einfach austausche, einfach dass ich halt einen Platz mehr habe, auch wenn er mich halt nicht so stark verbessert. Aber ich habe jetzt schon über einen Tag keinen ordentlichen Edelstein gefunden. Und heute habe ich noch einmal die Chance. Mal gucken, ob da was rauskommt. Ich hoffe ja immer auf einen schwarzen. Weil wenn ich einen schwarzen Edelstein kriege, dann könnte ich vielleicht sogar beim nächsten Mal hier vielleicht noch weiter blättern. Weil wenn ich jetzt hier mal so die Waffe rausnehme, da fehlt mir ordentlich an Glück dann, um meine kritische Chance zu halten. Also selbst hier bei dem. Bei den 400, wenn ich die rausnehme, bin ich schon unter der 50% Grenze. Oder knappe 500, was es sind. Von daher brauche ich da, muss ich irgendwer noch Glück kriegen. Wenn ich hier vielleicht eine normale Waffe nehmen möchte, die mehr Schaden hat natürlich. Ich habe ja schon, glaube ich, welche gesehen mit 32 oder sogar 35 Schaden. Und wenn die jetzt, was ich hier so 1800 Geschick hätte und einen Sockel und ich da denn einen Edelstein reinsetze mit 250 auf alles, wäre das vielleicht sogar besser, aber dann hätte ich halt nicht den. Na, da muss ich nochmal gucken, das ist nicht so ein guter Plan. Da müsste ich vorher vielleicht noch das hier austauschen, das da nochmal 100 oder halt so zwei, drei Edelsteine mit plus alles. Muss ich mal gucken, aber erstmal müssen wir
schwarze Edelsteine finden. Vorher können wir sie nicht einsetzen und uns Pläne machen, was wäre, wenn. Jo. Na, hier nochmal. Der levelt ja jetzt richtig ab hier. So, Arena sind wir heute auch durch. Hier, mal gucken. 0 von 10. Von daher machen wir hier mal einen Kampf. 9200. Der lohnt sich. Und wieder ein bisschen Gold. Sehr schön. So, und jetzt sorgen wir für endlich, dass das Blinken hier aufhört. So, 34, also der ging ja richtig runter. Gestern hatte ich ja versucht, den unter 40% zu kloppen. Das heißt, bis jetzt haben wir es geschafft, den 6% abzuziehen. Und mein Ziel ist es, also wir haben ja jetzt, okay, gerade sehen wir keinen. Aber so die Leute, die halt gut Glück haben und Schaden machen, die schaffen es, 10 Millionen abzuziehen. Und einige haben es heute schon auf 20 Millionen geschafft. Ich glaube, einen hatte ich da schon gesehen. Ich glaube, das war hier der Revler 007. Der hat es, glaube ich, so 26 Millionen oder so abgezogen. Und das ist mein Ziel, das möchte ich schlagen. Und da schauen wir mal. Bis jetzt treffen wir ihn, das ist gut. Aber er trifft uns auch, wir müssen ausweichen. Ey, hallo, 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 hallo. Ey. Tja, dein Plan ist nur gut, bis er auf die Realität trifft. Den habt ihr bald. Einfach morgen früh, wenn die Schmerzen euch aus dem Schlaf reißen. Gleich wieder loskloppen. Kacke. Naja, 10 Millionen war mein Ziel. Ich hab's verfehlt. Naja. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich warte noch 4 Stunden bis 21 Uhr und mache dann meinen Dungeon-Kampf. Und zeige euch den morgen in der Hoffnung, dass ich einen besseren Edelstein finde. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Das mache ich lieber jetzt. Dann haben wir es gleich mit dabei. So, dann gucken wir mal. Den müssen wir hier auf 210 runterklatschen. Das war im Plus minus Null sind. Das wäre unser Ziel, was zu schaffen. Möglich ist, wenn wir den jetzt mal kritten. Sehr schön ausgewichen. Ah, fuck, er hat gekrittet. Nein, nein, nein. Oh, gut. Yes! Yes! Geil! Geil! Guckt euch das an, wie viel Leben ich noch habe. Das war mal geil. Wie viel hat er denn gerade nochmal 12 reingeklopft? Oh Mann, das war mal ein richtig geiler Kampf. Also wirklich hier so mit 34.000 Leben überlebt. Oh Mann, das war geil. Da, oh. 67%, ich weiß gar nicht, wie viel er vorher hatte. 85, glaube ich. Also haben wir dem oh, 8% abgezogen. Das war geil. Hohoho. Ein epischer Kampf. So, hier. Gibt es noch nicht so viel im Allgemeinen, muss ich sagen. Ich merke schon, man zieht den Leuten mehr Ressourcen. Aber so ein bisschen merke ich das schon. Ich werde es jetzt mal die nächsten Tage beobachten und dann danach mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch die Soldaten ausbauen. Da brauchen wir nur 2 Millionen Holz. Das ist ja nicht viel. Die Steine haben wir rumliegen. Und ansonsten halt mal die Ritterhalle. Aber da bräuchten wir halt auch noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ganz gemütlich. Und wenn nicht, ich kann ja, kann es mir auf jeden Fall leisten, die Soldaten auszubauen. Die 2 Millionen sollte ich ja in den nächsten 4 Tagen reinkriegen. Oder 3,5 Tagen, und wenn ich dann hier halt mir nichts leisten kann. Hier, guck mal, das sind 300.000. Oder wenn ich die Kaserne ausbaue, sogar nur 200.000. Also das sind echt so super billige Gebäude, was Holz angeht. Von daher kann man sich die auf jeden Fall immer leisten und mal dazwischen schieben. So, dann gucken wir mal noch kurz ein bisschen in der Gilde. Also Ritterhalle ist gefallen. Das liegt einfach daran. Ich hatte ja gestern schon gesagt, ja, hier, wir haben Inaktiven schon. Ich glaube, 21 Tage oder 14 Tage stand da, war der weg und jetzt ist er komplett weg. Und wir hatten dann kurze Zeit später wieder einen Level 1er bei uns in der Gilde, der aber super schnell gelevelt hat. Und jetzt auch schon Sammelalbum 12%, ist auch gut, ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er heute noch die 25 schafft. Meinte er auch so, ja, das ist so sein Ziel, weil dann kann er auch noch mit der Festung beginnen heute. Und dann kann er auch die nächsten Tage, also hier, das hat ja auch 1 Woche gedauert, dann auch schon wieder so ein bisschen Ritterhalle pushen, dass wir da dann wieder auf unsere 517 kommen. Weil wir wollen ja eigentlich
immer noch nee, bei Gilde die Storm Warriors einholen, die jetzt schon bei 522 sind. Wir können mal gucken. Okay, die sind noch ein bisschen niedriger. Die sind auch noch unter 500. Wie sieht es bei Celtic aus? Oh, 503. Dann die 429. Ja, da haben wir noch so ein bisschen Puffer jetzt. Ja, die sind alle noch ein bisschen weiter weg. Letzte Chance. Wir gucken noch bei Platz 8 nach. Oh, der ist schon über 500. Die sind ja dann richtig weit. Und bis Platz 10 machen wir noch. Genau, da geht es dann schon Richtung 400. Ja, zumindest haben wir jetzt wieder 9. Also Aufholjäger haben wir jetzt 2 Stück. Ich hoffe, das wird jetzt. Also nichts gegen die beiden. Die sind, scheinen super nette Leute zu sein und die geben auch richtig viel Gas hier. Aber wir haben natürlich jetzt auch, es ist schon ein Unterschied, ob da jetzt jemand neu anfängt oder nicht, aber es dauert halt mindestens so ein halbes Jahr, bis die jetzt auf das Niveau sind von den Jüngeren bei uns, die jetzt erst neu dazukommen würden oder so. Aber man kann, merkt halt auch schon, wenn der Server ein bisschen länger läuft, man kann nicht immer von anderen Gilden welche abwerben und so. Das ist ja auch immer nicht so nett eigentlich. Von daher finde ich es gut, dass die jetzt da sind und wenn die auch so durchhalten. Wir haben ja hier immer noch unsere Nanny Bell, die auch ein Jahr später angefangen hat. Und mittlerweile ist die halt wirklich gutes Mittelfeld bei uns und macht auch, hat heute auch mehr Schaden gemacht im Gildenportal wie ich. Von daher läuft es auf jeden Fall schon. Hier der Netratox, der hat es jetzt auch geschafft, sein Sammelalbum vollzukriegen. Also hat alle Gegenstände gesammelt. Jetzt fehlen ihm halt nur noch die ganzen Dungeons und Portale hat er ja auch noch nicht. Hier, Ausdauer, da hat er auch noch keinen gelegt. Sollte aber auch nicht mehr lange dauern. Und ich glaube auch hier die Portale, die 28 Bildchen, gibt es auch erst, wenn wir die nächsten Gegner machen. Und ich weiß nicht, wie es mit den Raids ist. Ob die auch mit dazu zählen. Es würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt als Level 1er in eine Gilde kommt und hier erst euer Sammelalbum irgendwie mit Level 10 oder so aufblättert, zählen denn da schon die Raids mit rein, wenn die schon alle in der Gilde gemacht wurden oder nicht? Weil ich habe ein Gerücht gehört, dass es so ist, aber mich würde mal wirklich interessieren, ist es so oder ist es nicht so? Also wenn ihr es wisst, schreibt mir. Jupp. Dann, wenn ich 43 Sekunden noch warten. Da habe ich keine Lust drauf. Dann gucken wir jetzt einfach mal weiter, wie es so läuft. Wir haben jetzt hier Inventar wieder vollgeknallt. Für morgen schon unseren Edelstein, den wir ins Klo werfen. Schon auf Reserve. Und ansonsten hoffe ich halt, dass ich hier einfach einen richtig guten Edelstein finde, um endlich den Gürtel hier rauszukriegen, dass wir einen Platz mehr frei haben. Oder halt hier auch mal, um was reinzusetzen, weil ja einige Edelsteine sind noch richtig schlecht. Besonders der hier. Obwohl ich den eigentlich nicht unbedingt hier jetzt so einen richtig guten Edelstein reinballern würde. Weil das ist mittlerweile der schlechteste Dreier-Epic, was ich habe. Und würde ich eigentlich nach dem auch noch austauschen wollen. Also spätestens so beim nächsten Epic-Event wird ja wieder geblättert. Von daher lieber mal gucken. Also glaube ich, dann werde ich es erstmal hier reinsetzen, wenn ich jetzt was finde. Oder halt den austauschen. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. So machen wir das. In dem Sinne. Noch einen schönen Tag. Kämpft fleißig und genießt das neue Festungsupdate. Es gab halt auch ein paar Bugfix noch und sowas alles. Aber habt viel Spaß damit und lootet die Leute schön. Freut euch, wenn ihr oft angegriffen werdet, über 24 Stunden Angriffsschutz. Und denkt daran, die Leute kriegen jetzt immer Ressourcen. Auch wenn ihr nichts mehr da habt an Verteidigung, an Ressourcen rumliegen und Verteidigung so gut wie nichts da ist. Es lohnt sich nicht immer, Verteidigung zu bauen. Ihr habt einen 24 Stunden Angriffsschutz. Wenn ihr oft angegriffen werdet, auch wenn vielleicht schon ein paar Sachen da sind, baut denn vielleicht erstmal in den ersten paar Stunden nichts, sondern erst, wenn vielleicht die 24 Stunden wieder ablaufen. Aber das sind so Taktiksachen, da könnt ihr euch selber überlegen, was für euch so das Beste ist. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss.